So Leute, willkommen zum neuen Kampf oder beziehungsweise dem neuen Part von dem Clash of Castle. Ne? Beim letzten Mal haben wir einen neuen Teilnehmer bekommen und zwar, das habt ihr etwas verspätet erst gesehen, denn PB hat es nicht rechtzeitig geschafft, sein Upload hochzuladen. Leider. Deswegen, wahrscheinlich am gleichen Tag gesehen, habt ihr den ersten Kampf von Jonas, unserem nächsten Teilnehmer, wie bereits gesagt, gegen die Elektroarena. Unser zweiter Kampf ist gleich hier, gegen die Feuerarena. Ja, was gibt es zu diesem Kampf Wichtiges zu sagen? Es ist mir aufgefallen, es war der erste Kampf, den ich gemacht habe mit meinem Feuerteam. Und wir sehen einen Anigo im gegnerischen Team. Das ist kein schönes Team auf dieser Stelle gegen mich, denn wir sehen hier, kurz zu kommen, im Lied ein Stahlobor. Dass, wie ich vermute, die Tarnsteine rauslegen kann. Also, wir haben Informationen von einem Kampf, aber ich weiß nicht, es war nicht viel, was wir wissen. Wir sehen Anigo. Anigo macht Spaß, wie wir jetzt schon festgestellt haben gegen mein Team. Dann Quajutsu. Ist auch gut gegen Feuer. Kabukime macht Feuer-Pokémon auch Spaß. Kaporiki macht zumindest zwei meiner Pokémon sehr viel Freude. Und Aerodactyl, was das zweite Gescheits-Pokémon im Bunde ist und dementsprechend auch sehr viel Spaß hat mit dem Team. Ja, also gute Voraussetzung an dieser Stelle schon mal, dass wir hier ordentlich aufs Maul bekommen. Allerdings ist das ja noch nicht gesagt, noch nicht getan. Wir wollen da natürlich erstmal reinschauen, gucken, was der gute Jonas denn so zu bieten hat dabei. Das heißt, ich halte jetzt einfach mal den Kampf. Ihr müsst wissen, ich schreibe morgen Klausur. Es ist jetzt der Abend vor der Klausur. Ich möchte das schnell machen, damit der Part trotzdem noch zeitig kommt, weil ich morgen Nachmittag auch zu tun habe. Wieder für Uni, weil aktuell ist Klausurenphase und Abgabe für alles Mögliche und bla! Es kommt alles gleichzeitig. Und deswegen mache ich das jetzt noch schnell. Das ja. Nur zur Info. Deswegen werde ich mich jetzt kurz fassen und einfach mal loslegen. Also viel Spaß mit dem zweiten Kampf von Jonas. Er hat ganz nebenbei jetzt dann kämpft er um sein zweites Continue. So, also. Los geht's! Pokémon-Trainer Jonas fordert dich heraus. Und los geht's. Wir sehen sein Grunnings, sein Stahlobor im Lied, wie wir in der Preview bereits gesehen haben, gegen das Rotom auf meiner Seite des Feldes. Und als allererstes sehen wir die Überbrückung. Das heißt, es macht nicht sonderlich viel Spaß, hier im Erdbeben drin zu bleiben, weil er uns trotzdem treffen kann, weil der Schirm übergeht. Aber ich höre erstmal den Hitzekoller raus und will das Ding rausnehmen. Allerdings hat es einen Fokusgurt. Hätte ich jetzt hier vermuten können bei dem Lied. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, denn er kann die Tarnsteine rauslegen. Und das macht. Das mag mein Team nicht sonderlich. Mein Team hat leider Gottes keinen Hazard Removal. Bisschen Fehler im Teambuilding, aber Feuer-Pokémon mit Hazard Removal sind halt Kurtel und dann halt noch Auflockern. Bei Glurak zum Beispiel ist nicht so gut. Jedenfalls ist jetzt. Zumindest fällt mir gar nichts anderes ein. Es ist jetzt Grunnings raus, das heißt, schon mal ein Pokémon ist weg und jetzt kommt sein Anigo in den Kampf. Auch hier wusste ich, glaube ich, nicht, was für ein Set das ist. Jedenfalls gehe ich hier raus und denke mir, ja, gut. Soul wird davon einen Hit tanken können, auch zwei, und das Ding rausnehmen können. Ja, ich habe die Tarnsteine direkt vergessen. Sehr gut. Heißt, es kommt die Juwelenkraft. Die Juwelenkraft macht letztendlich viel Schaden. Aber ich denke, ich hätte sogar eventuell zwei leben können. In der Roll zumindest. Jedenfalls kann es hier jetzt unser Volcanion rausnehmen. Das ist natürlich super. Bekommt erstmal den besten Boost, den wir sehen. Es bekommt einen Spezialangriffsboost. Ungünstig. Das heißt, das Ding ist jetzt auf plus ein Spezialangriff. Wir müssen das Ding irgendwie wegbekommen. Genau. Ich habe mal einen Tempo-Heap drauf, weil ich jetzt hier schon. Eventuell wusste ich es sogar schon, aber ich vermute, dass es Scarf ist. Wenn ich es nicht wusste, wissen wir es jetzt. Aber es wird sich noch herausstellen, dass das Ding gescarft ist. Jedenfalls weiter geht der Bestienboost, weil es gibt, Spezialangriffsboost gibt nur Sinn, wenn du an einen, naja, wenn man Wahlschall trägt, mehr oder weniger. Jetzt werden wir es auch gleich sehen, weil jetzt kommt mein Wahlschall Rotom rein, weil ich dachte, vielleicht kann ich es ja doch noch outspeeden irgendwie. Aber nee, es ist schneller, holt die Juwelenkraft raus und kann damit Rotom in Grund und Boden steinigen. Und ja, damit habe ich jetzt produktiv nichts mehr, was schneller ist als das Ding. Hatte ich sowieso nie. Wenn das Ding Wahlschall trägt, hab nichts, was
Habe ich überhaupt was? Nee, ich habe, glaube ich, nichts, was hier Gesteinsattacken resistiert. Das heißt, ich hau nochmal den Bedroher raus, was natürlich sehr viel bringt gegen einen speziellen Angreifer. Brauchen dringend einen speziellen Bedroher. Und hau nochmal ein Turbo-Tempo raus, um noch ein bisschen Chip-Damage drauf zu bringen. Aber all das bringt uns gar nichts. Denn der Amaterasu lebt auch mit vollem KP-Investment nicht diese Juwelenkraft auf plus 3 mittlerweile? 4? Ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Jetzt schicke ich Victini rein und wir wissen, dass das hier sehr wahrscheinlich nichts mehr wird. Weil Victini auf ohne Boost hätte es was getankt. Mit Boost nicht mehr, laut Kalk. Und ja, deswegen geht Victini hier auch zugrunde. Und zu guter Letzt schicken wir noch unser, sagen wir mal, Maskottchen ins Rennen. Und damit halt unser Glurak. Reh. Können da gleich noch einmal kurz in die Mega-Entwicklung gehen, um ein bisschen zu posen und dann, ja. Sage ich jetzt mal Spielsatz und Sieg an Anego. GG an der Stelle. Schon mal jetzt vorweg. Das war der Kampf, bei dem ich ganz nebenbei, es ist kein Spoiler mehr. Das Ding ist schneller als ich. Das Ding hat Juwelenkraft. Das ist vielfach effektiv und hat einfach plus 5 Spezialangriff. Wenn das nicht reichen würde, das reicht bis zum anderen Ende der Welt und dann wieder zurück. Nee, vergiss es. Das reicht locker. Und ja, damit verlieren wir dank eines Anego-Sweeps. Dieses Anego hat mein ganzes Team im Alleingang zerlegt. Möchte ich kurz anmerken. Tarnsteine, Anego, 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 Anego. Anego. Ich glaube, es waren 5. Aber egal. Ja. Erstmal fettes GG nochmal an Jonas. Er war der Erste, der gegen die Feuerarena gekämpft hat und mir gezeigt hat: Junge, pass auf Anego. Das wusste ich vorher nicht. Jetzt weiß ich es und danach wusste ich es dann auch. Aber in dem Kampf war ich noch null darauf eingestellt und dementsprechend lief dieser Kampf jetzt auch wirklich nicht gut von meiner Seite aus, weil ich es einfach voll unterschätzt habe. Und auch die Kombination mit Tarnsteine und Scarf Anego ist, hui, das hat mir doch Probleme bereitet. Der Rest des Killer-Teams gegen mein Team kam gar nicht zum Einsatz, das ist auch schön. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch wieder für den Kampf. Sehr gut. Er hat damit seinen zweiten Continue, wunderbar. Sauber runtergespielt, ganz klar. Ja. Genau, passt mir aber ganz gut, dass es so kurz ist, weil dann muss ich jetzt nicht so viel Zeit da rein investieren, am Abend vor der Klausur das noch aufzunehmen, weil ja, es ist alles bei mir gerade so vollgepackt. Ich komme zu gar nichts mehr richtig. Genau. So. Beim nächsten Mal seht ihr dann Jonas beim lieben Brave Bird gegen die Kampfarena. Das ist dann morgen, also am Sonntag, den 18. der Fall. Soll das stimmen? Und ja, ich wünsche ihm weiter viel Erfolg. Danke nämlich für euch fürs Zuschauen. Playlist und Video wird, sobald es dann online ist, wie gesagt, wenn es sich mal verzögert, Klausurenphase, es kann sich gerne mal verzögern, sollte, sobald das Video online sein soll, sobald neue Videos online ist, beziehungsweise der nächste Kampf online ist, solltet ihr ihn in der Videobeschreibung finden. Wenn nicht, dann füge ich ihn irgendwann noch ein. Und ansonsten, Playlist ist auch in der Videobeschreibung, da sind alle Kämpfe verlinkt, die ich bisher einfügen konnte. Genau. Also Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in der Burg. Genau. Also beim Brave Bird jetzt erstmal dann. Genau. Also, tschüss, schönen Tag noch und bis dann. Ciao.